Nee, weiß Einfach nicht. AFK. Nee, der ist ja noch gejoint. So it begins. Oder so, keine Ahnung. So it begins. Gejoint. Bei Yasu. So. Hm, wer ist denn noch Imposter? Stulle wäre cool. Kann ich das irgendwo sehen? Was muss ich denn machen? Weapons. Shaman. Okay. Mit Stulle wäre mal richtig cool. Kill Cooldown ist ready. Wäre das nicht. Nein! Er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ich sie jetzt töte, macht mich das suspicious, ne? Es sind aber viele, die sich dann gegenseitig suspicious machen könnten. Vielleicht ist das ja mal was, so ein Wendkill. Hä, hat mein Kill jetzt wieder Cooldown oder ist das, weil ich hier drin bin? Oh, wollte ich gar nicht. Hallo. Hey. So, hey. Guten Tag. Oh. Also, die Leiche liegt bei... Welche? Ich glaube, es auch Stuhl ist auch tot, what the fuck? Ja, rot war es. Rot war es. Darf ich was sagen? Ja, okay. Ja, oder nee, ich sag, ja, okay, dann fang du ruhig an. Also, ich habe gerade Stulle in Cafeteria gesehen, der liegt da einfach neben dem Button rum und ich wollte auch gerade reporten. Okay, also Govi. Okay, nee, bevor ich anfange. So, wer war denn alles rechts? Ich, Sanity. Ich war Electrical. Ich war Weapons zusammen. Mozi, du warst auch am Anfang rechts. Ja. Ja, am Anfang war ich bei, was ist das, Navigation, glaube ich. Und von Navigation bin ich dann über Shields zu Electrical. Da war ich nicht alleine, bin... ich weiß aber nicht, wer da war noch. Wo warst du, Kim? Ich war auch rechts, ich bin mit Sanity gelaufen. Wir haben erst in, wie heißt das denn? Weapons, glaube ich. Ja, Weapons, da sind wir in Navigation. Also der Kill liegt nämlich auch bei Weapons oben. Ich war okay, nämlich muss es danach mit Goey. Warte. Warst auf jeden Fall, nicht Mozi. Nicht am Anfang der Runde. Tobi, du warst doch bei Weapons. Ich war auch bei Weapons, bin aber dann nach unten gelaufen. Ich kann zu Weapons. Ich hab dich nirgends gesehen, genau. Ja, ich bin nach links gelaufen. Zu, wie heißt das mit dem Laub da unten? O2. Also ich möchte auch noch kurz was sagen, wenn die Leiche in der Cafeteria war, dann kann es eigentlich nur einer sein. Ja, Stulle war übrigens AFK, ne? Deswegen hätten wir noch warten sollen, die Runde gar nicht starten sollen. Das war ziemlich scheiße, aber es ist jetzt zu spät. Ja, ja, so. Ja, auf jeden Fall, wenn er in Cafeteria lag, dann kann es nur einer sein, der nach rechts gelaufen ist oder am Ende rechts gewesen ist. Weil ich habe Cafeteria oben links die Task gemacht, diese Kabel gefixt und bin dann links nach Medbay zu diesem Scanner gelaufen. Okay, ey, könnte nach unten laufen, es muss nicht? Sowieso ein Double Kill gewesen sein. Einer Weapons, einer. Ich glaube, ich begehe mit dem, was ich gerade sage, jetzt Selbstmord. Aber ich war wirklich kurz bevor er gestorben ist, mit Goey zusammen. Da ist nämlich Lights ausgegangen. Ich habe ihn da plötzlich nicht mehr gesehen, während ich in Task war. Bin dann kurz noch nach oben, weil er gerade was gedownloadet habe, zu schauen, ob er noch da ist, weil ich dafür, dachte, er wäre gewendet. Dabei war halt einfach ein Lights aus. Ja, komm, bin dann nach links und hab Stulle in Cafeteria dead liegen sehen. Wo also, war keine willst du damit Ahnung. Sagen? Was willst du damit sagen? Dass ja, haben. Dass ich gerade verwirrt bin, wie ich keinen der beiden Kills gesehen habe. Keine Ahnung. Ja, also der Kill, du meinst, du hast ihn übersehen, der liegt oben direkt am, bei Weapons, oben drüber. Nee, ich habe niemanden übersehen. Ruhe. Ich habe einfach keinen Kill gesehen. Also ich bin in dem Moment weggegangen und dann wurde anscheinend jetzt gekillt. So, dann gucken wir mal. Was muss ich denn machen? Electrical. Electrical, sollen wir mal was sabotieren? Oxygen wäre nice. Oh Mann, ist Lecture wieder. Mann, das ist total unfair. Jetzt Oxygen, so. Und jetzt kommt Andy nämlich gleich von. Lass mich ein bisschen mehr Zeit und jetzt kommt Andy gleich von links. Glaube ich. Hey, das ging voll schnell, what the fuck? Waren die alle da? Lull. Oh shit, ich muss Kim töten, sie hat mich gesehen. Kim, tut mir leid. Leid, Kim. Nee, okay, ich töte sie nicht. Das Ding ist, wenn Kim mich jetzt tötet, ich lasse sie nur am Leben aus Gnade. Aber das war ein Fehler, sie am Leben zu lassen. Ich hätte sie töten sollen. Aber ich mache es, weil ich ein Ehrenmensch bin. Ah, nehmen wir Mozzarella. Oh shit, ich bin... Oh nein.
Oh, er hat's nicht gesehen. Shit, kacke. Okay, damit ist klar. Ich war gerade in Cafeteria, hab Lights gefixt und wollte gerade in Medbay reingehen und da liegt eine Leiche und Tobi ist mit im Raum und steht gerade über dem Vent. Ist eine richtig coole Story, abgesehen davon, dass ich bei Upper Engine bin. Du standst gerade direkt neben mir. Nein. Kann irgendwer bezeugen, dass Tobi Upper Engine war? Ich hab Kim gesehen, bin nach oben gelaufen, ich bin aber nicht nach Medbay gelaufen. Warte mal, vielleicht wird gesagt, er hat in Cafeteria Lights Kann einer mir kurz sagen, wer kam gerade zu mir, als ich Simon Says gemacht habe? Das jetzt war wahrscheinlich Andy, weil der kam mir entgegen. Andy? Ich würde nämlich gern wissen, wer es war, weil wenn Tobi ist, also Tobi ist in Security gelaufen, deswegen kann der theoretisch gewendet sein. Ich war nicht in Security, ich bin nach oben gelaufen. Dann hast du geintet. Du hast doch also ja, die nee, Kabel nee, okay, gemacht, ja. Ich habe die Kabel gemacht, aber ich bin nicht an Kameras rangegangen. Das ist richtig. Wer kam denn gegen Tobi? Andy ist gemutet. Also, ich war am Anfang der Runde, bin ich nach unten gelaufen. Andy, please. Ja, sorry. Da habe ich auch Kim gesehen und gesagt, Kim. Ja, ich war das. Also, ich habe dich da auch an dem Tastenfeld gesehen. Und ja, wo genau, hast du Tobi gesehen? Tobi ist mir entgegengekommen. Genau. Nach oben. Ja. Genau, aber ist dir Pretzel entgegengekommen, ist die Frage. Das heißt, ich war bei dir, aber Pretzel war nicht bei dir. Pretzel? Ja, das muss ja nichts heißen. Du würdest nicht lügen, oder? Ich kann sagen, ich würde nicht lügen. Nein, aber der Aufgabe bringt halt nichts. Also, ich sag, also du hast gesagt, du hast Mozzi gefunden und Tobi war da, oder was? Ja. Ja, und ich also sag, ich das hab, ist nicht richtig. Der ist direkt auf dem Pult gestanden, wo man Scan macht. Drauf standen und Tobi ist gerade direkt über dem Vent gestanden. Also, bist du sicher, dass es meine Farbe war? Weil ich war nicht absolut, in Medbay. Absolut, Verweis. Vergiss ich es. War nicht absolut in Verweis. Du kannst dich nicht rausreden. Vergiss es. Ist eine echt coole Story, die du hier aufbringst. Also, dass du so eine Story jetzt hast, ist richtig glauben. Abgebrüht, wirklich. Also, aber warte, warte, wenn zwei Leute sagen, dass Tobi woanders war und du alleine sagst, dass er da, dann war das Self-Report oder nicht? Also ich kann so viel sagen, die Farbe kann ich auf keinen Fall falsch gesehen haben, weil weiß ich nicht übel raus. Also... Ich das kann Yasuo auf jeden Fall entlasten. Und er Kim mich. Und Andy haben beide Tobi gesehen, im Auge, aber dich okay? hat niemand gesehen. Ist ein bisschen suspicious, wenn ich ehrlich bin. Hä, seit wann schießt du Insta auf mich, wenn jemand dich verdächtigt? Ja, hä, natürlich. Ja, wir müssen jetzt ruhig. Also, okay, das hat ja nochmal geklappt. Pretzel lassen wir am Leben, ja. So, was muss ich hier? Shields muss ich. Das Ding ist, er weiß, dass ich Imposter bin. Aber ich werde ihn nicht töten, außer er geht mir richtig hart auf den Sack. Dann bringe ich ihn um. Aber ich kann ihn nicht umbringen. Oder ich könnte Lights ausmachen. Könnte ich machen. Ich könnte einfach Lights ausmachen. Dieser Pisser. Ich bleibe jetzt bei den Leuten, weil er wollte mich töten. Das Ding ist, da muss Shaman jetzt was machen. Ich bin extra, ich laufe Tarsus hinterher, damit, oder bei Kim bleibe ich. Ich bleibe bei Kim. Ist das Kim? Das ist nicht Kim. Ist das Lights? Ja, ne? Oh shit, ich habe Pretzel erwischt. Mist, ach komm. Unglücklich. Holy shit, okay, was ging da jetzt gerade ab? Alter, ich habe noch die Blutspritzer gesehen. Pretzel war gerade mit Tobi unterwegs, die sind beide aus dem Electrical rausgekommen. Ich war auch im Electrical, da ist gerade das Licht ausgegangen, da bin ich gerade kurz nach unten, dann bin ich wieder hochgegangen, wollte zum Licht gehen, ich habe Tobi gesehen und dann habe ich noch Blutspritzer gesehen und da Tobi noch lebt, relativ suspicious würde ich mal sagen, ne? Ja, okay. Da waren 1000 Leute drin gerade. Ich war nicht in Electrical, ich bin in Storage gelaufen. Wer war in Electrical? Ich habe wirklich gesehen, wie Tobi und Pretzel Hand in Hand raus... Brezel ist doch tot, der wurde doch. Ja, eben. Ja, eben. Aber Kim ist doch auch gerade gestorben. Sind doch zwei gestorben, oder nicht? Oh Gott, Kim ist auch tot, ja. Also, ich habe. Wer war denn jetzt alles in Electrical drin? Ich war nämlich auch alles Electrical. Ich war im Electrical. Wer ist ich? Ich war Tobi. Soll mal eben mit Namen sagen, wer war ich? Ich, Andreas. Ach, Andy, okay. Weil das Ding ist, ich bin die ganze Zeit vor Pretzel weggelaufen, weil ich dachte,
dass Pretzel wirklich der Imposter wäre. Wegen dieser komischen Story. Es wäre maximal dumm, wenn ich jetzt Pretzel umbringen würde, weil der Verdacht sofort auf mich gehen würde. Das wäre maximal dumm. So dumm bin ich nicht. Ich habe Pretzel noch gesehen. Ich hab noch Ja, aber wir standen zu dritt da. Wer war denn da noch? Wer war jetzt? Da waren drei Leute im Electrical. Wer war noch in Electrical? Du, ich und wer noch? Ich bin ganz am Schluss reingegangen. Es waren drei Leute gesehen, da. Als ich reingegangen bin, bist du eben mit Pretzel rausgelaufen. Und ich denke, wenn Pretzel gekillt worden ist und du warst ja in der Nähe, dann hätte sich ja dein Poster selber, ne? Ich würde niemals Pretzel töten. Das wäre maximal dumm, wenn ich Pretzel töten würde. Weil er das perfekte Alibi für mich wäre, wenn ich Imposter gewesen wäre. Da hat er. Tut mir leid, aber. Also ich weiß, ich würde eher auf Self-Report tippen. Es ist schon ziemlich. Ich frage jetzt, wer sagt, dass jetzt nicht Andi ist? Das Ding ist, Andi hat schon öfter Self-Report, aber du machst das doch nicht dreimal hintereinander, Andi, oder? Oder meinst, ist das jetzt so ein Doppel-Doppel-Doppel-Mindgame, dass du es jetzt wirklich nochmal machst? Tobi. Ja, wir müssen auf jeden Fall einwohnen, ne? Leute, ich glaube, es sind zwei Imposter noch, dass es Tobi ist. Ganz schnell, ja, so. Der andere ist entweder Charmin oder Andi. Ganz, lass mich mal eben ausreden, bitte. Du warst zuletzt im Electrical, ne? Ich wollte Andi. Was hast du gesagt? Du warst zuletzt im Electrical, ne? Ja. Nee, es war Tobi. Nein, ich war's nicht. Ja, Tobi, doch. Alter, Leute. Das ist safe, Tobi. Ja, Inter. What the fuck? Gleicher Inter, Alter. Ihr seid richtig Inter. Ihr könnt Tobi beide Male bei den Kills. Tobi beide Male bei den Kills. Und ihr sagt, nö, das war Ich hab gesagt, es ist Tobi. Komplett. Pretzel ist mir die ganze Runde hinterhergelaufen, damit ich keinen Scheiß mache. Und Pretzel zu töten hätte mich sofort aufdecken lassen. Und genau deswegen war es dumm, Pretzel zu töten. Und genau deswegen war es gut, dass ich Pretzel getötet habe, weil das wiederum sagt, dass ich das nicht machen würde. Nee, das hätte ich nicht abgekauft, weil an den Lights weißt du nicht, wen du killst. Da machst du entweder ein Stack-Kill oder nimmst... Ja, das war unglücklich und ich wollte auch Pretzel töten. Ja, aber... Weil er mich eigentlich nicht töten darf. Und dann killt er mich aber trotzdem. Ja, das war aus Versehen. Ich hab einen Stack-Kill halt gemacht. Aber hat geklappt. Aber vorher haben doch zwei Leute Tobi oben gesehen. Das habe ich nicht verstanden. Nein, du musst bedenken, das ist immer zeitversetzt. Die haben den zwar schon gesehen, das kann möglich sein, aber die haben ja nicht gesagt, wir haben den direkt jetzt dort gesehen. Wie du wahrscheinlich gesehen hast, ist Tobi hochgefallen. Also ich erzähl die Story. Das Ding ist, ich bin mit Kim hochgelaufen. Eigentlich, Kim, ich wollte dich direkt töten, weil bin die ganze Zeit komisch gelaufen und das hat mich irgendwie verdächtig gemacht. Da dachte ich, scheiße, ich muss Kim jetzt töten. Aber ich habe dich nicht getötet, weil ich mir gedacht habe, Kim, ich bin ein Ehrenmensch, ich töte dich jetzt nicht. Das möchte ich kurz, dass das akzeptiert wird. Das hab ich übernommen. Und deswegen hab ich und, dann, nicht, und dann kam Shaman. Dann, das weiß ich nicht, aber ich habe dich nicht getötet. Und dann bin ich zu diese Kabel hab die gefaked und bin nach oben gelaufen. Andi ist mir entgegengelaufen, war in Medbay und hab da jemanden gekillt. Und dann stand ich da so, wollte wenden. Dann kam Pretzel und hat die Leiche, und dann hab ich diese Leiche so angeguckt und hat mich gesehen. Und ich hab natürlich eiskalt direkt das Ganze abgewendet so ein bisschen.